Hallo, liebe Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zum zweiten Video mit Anita. Das freut mich ganz besonders. Ja, hallo Anita, schön, dass du wieder da bist, Zeit hast für uns, für mich. Sehr Vielen gern, Dank. danke, dass ich wieder da sein darf. Ja, klar. Nach unserem ersten Video übrigens nochmal vielen Dank für die vielen Kommentare, auch auf unser Video zum Astor, der französische Spielepreis. Da habe ich Anita zum ersten Mal eingeladen hier. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr es gerne nachgucken. Da besprechen wir eben, was da in Frankreich so passiert ist. Aber ja, du hast ja noch viel mehr zu erzählen. Und deswegen dachte ich mir, als Einstieg sozusagen, machen wir erstmal dein ganz persönliches Thema, damit die Zuschauer ein bisschen mehr dich kennenlernen oder wissen, was du eigentlich sonst so machst, wenn du nicht gerade mit mir Videos machst. Genau, weil du hast eine Brettspielagentur in Wien, oder? Seid ihr? Ja, Seid in ihr? Ja, Wien. in Genau. Wien. White Castle, wie ist der richtige Name? White Castle Agency oder White Castle Games Agency, genau. White Castle Game Agency, auch ein ganz schön cooler Name, da werden wir sicher noch viel erfahren heute. Ja, genau, und es soll jetzt hier bei diesem Video darum gehen, was ist oder macht eine Brettspielagentur überhaupt? Ich denke mal, viele von euch, klar, werden noch nie davon gehört haben. Vielleicht wisst ihr, im Filmbereich kennt man das natürlich so, Schauspieleragenturen, ne? Großen Stars haben Agenten, die rumlaufen und die Verträge für die aushandeln und die Gagen dafür aushandeln. Das macht Anita einfach auch. Tom Cruise hast du unter Vertrag. Genau, ja. Ja, nein, aber klar. Und das Ganze, aber prinzipiell muss man sagen, ist es schon das. Aber ihr macht es halt im Brettspielbereich. Und genau, und ich würde jetzt erstmal sagen, vielleicht sagst du mal ganz kurz eben genau, was ist es im Groben? Was ist eine Brettspielagentur, ganz kurz gesagt? Also, du hast es schon ganz richtig übergeleitet. Eine Brettspielagentur kann man sich so vorstellen, wie man sich wohl auch eine Agentur für Musikerinnen oder für Schauspielerinnen, Schriftstellerinnen vorstellen kann. Wir suchen coole, neue, innovative, interessante Spielideen, arbeiten dann gemeinsam mit den Autorinnen auch nochmal an den Spielideen, je nachdem, wo es notwendig ist, machen die präsentabel, machen eine Auswahl für die Spieleverlage, welche Verlage könnten sich für dieses Spiel interessieren, welche Verlage wären am besten für dieses Spiel, übernehmen dann auch die Präsentation, die Kommunikation mit dem Verlag. Und wenn es ein Verlag dann auch wirklich veröffentlichen will, kümmern wir uns auch um die Vertragsverhandlungen, schauen, dass da gewisse Standards eingehalten werden, kümmern uns darum, dass die Abrechnungen möglichst pünktlich kommen und vollständig sind. Genau, und versuchen halt einfach das Spiel so gut wie möglich für die Autorinnen mit zu betreuen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es quasi so, ihr arbeitet eher so von Spiel zu Spiel. Also es ist nicht so, dass quasi ihr dann Autoren habt, die zu 100% dann bei euch sind, oder gibt es das auch? Nein, nein, haben wir nicht. Also das war auch nie, eigentlich war sich diese Frage auch nie gestellt. Für uns war es immer klar, dass wir Spiele unter Vertrag haben. Ah ja, okay. Ja, und dass wir auch den Autorinnen mal die Freiheit geben wollen, sich irgendwo anders auszuprobieren. Also wir haben einige Autorinnen, mit denen wir fast alles gemeinsam machen, aber das ein oder andere Spiel vielleicht auch einfach nicht in unserer Comfortzone liegt oder so. Und dann wäre es für uns jetzt auch nicht, also unserer Sicht nicht fair, wenn wir da jemanden zurückhalten. Na klar. Ja, wir haben uns gedacht, wir werden natürlich das Thema gleich nochmal im Detail noch ein bisschen auseinandernehmen, haben auch ein paar Spiele ausgesucht, die ihr gemacht habt, ja, oder du hast sie besser gesagt ausgesucht, vorgeschlagen, wo ihr quasi mitgewirkt habt, sodass man auch vielleicht mal dann am konkreten Beispiel auch mal sagen kann, ja, was habt ihr denn da dann quasi konkret gemacht? Ihr steht ja auch auf der Packung hinten drauf, wenn man genau guckt, ja. Meistens. kann man euch auch bei manchen Spielen entdecken. Und aber zuerst mal, bevor wir dahin gehen, würde ich gerne noch mal von dir persönlich noch mal erfahren. Ja, wie kommt man denn dazu? Ich meine, es gibt jetzt nicht sehr viele Brettspielagenturen, die ich kenne. Also du hast erzählt, es gibt noch, ihr seid nicht die einzigen. Trotzdem, wie bist du da drauf gekommen? Wie bist du dazu gekommen, eine Brettspielagentur zu gründen? Man muss ja auch dazu sagen, ne, du hast es auch gegründet, bist quasi da, du machst es nicht alleine, aber es geht auf dich zurück. Ist das richtig? Nein,
Da kann Nein, ich schon nicht so. mal, Ah, nein, da hast kann du, ich schon hast du. mal die erste Das ist so. Ich dachte immer, dass du. Aufklärungsarbeit leisten. Ja. Ich dachte immer, Nein, du hättest es damals ins Leben also gerufen. ich kann dir gerne die Kurzfassung geben. Ja. Grundsätzlich, ich bin durch Zufall zur Agentur gekommen oder die Ja. Agentur auf mich. Gegründet wurde sie von Ronald Hofstetter, der selber als Spieleautor begonnen hat, auch in so eine kleine Community in Wien aufgezogen hat, wo auch der Arno oder der Alex Steinwender schon sehr früh dabei waren. Die haben einfach miteinander Prototypen getestet haben. Also bei der Ronald, der Einzige war, der Zeit hatte, auf Messen zu fahren, auch und diese Spiele dann dort zu präsentieren, hat er gesehen, dass es da offensichtlich einen Bedarf gibt, weil es Menschen gibt, die Spiele erfinden und die coole Spiele erfinden, aber nicht die Zeit, die Ressourcen oder das Interesse haben, die selber vorzustellen. Und Ja, das hat er weil, halt wenn ich über mal die. kurz einhaken darf, ist quasi Ja. so, was du da meinst, ist ein normaler Spieleautor, wie kommt ein Autor und ein Verlag zusammen? Der Autor packt seine Prototypen ein, geht nach Essen oder auf eine andere Messe, macht da Termine und stellt es den Redakteuren vor. Oder, Genau. ja, und das Genau. quasi war dann etwas, was er gemacht hat für andere auch, ja. Genau, ja. Und hat das Ja. dann auch eben immer weiter professionalisiert. Parallel dazu meine Biografie. Ich bin ein alter Nerd und meine ganze Familie ist schuld daran, dass ich Spiele liebe. Von Okay. Oma und Papa mit den traditionellen österreichischen Kartenspielen. Mit meiner Mama habe ich Rummy gespielt und mein Bruder hat mich zum Rollenspielen mitgenommen und Verstehe. hat sich, also mein großer Bruder, mit mir die Nächte um die Ohren geschlagen beim Talisman-Spielen seinerzeit. Also, Sehr schön, ja. genau. Und ich bin dann zum Studium nach Wien gekommen, habe eigentlich Politikwissenschaft studiert, oder ich habe Politikwissenschaft studiert und habe währenddessen in einer Spielekneipe gearbeitet. Ach ja, welche war das damals? Das Das ist ja Brot dann und auch eine. Spiele heißt Okay. das. Und das ist ein bisschen anders, als man diese Spielecafés heutzutage kennt. Die sind meistens hell und haben schöne große Tische und saubere Spiele und so. Aber das ist halt wirklich eine Kneipe, wo sich die Leute auch hauptsächlich zum Trinken treffen, zum Spaß haben treffen und Und die halt gibt's noch, auch, ja? Die gibt's noch, ja, die. die gibt es. Also momentan ist sie natürlich geschlossen, leider, aber wird es auch wieder Hier geben. nochmal den Namen, weil ich habe da gerade auch kurz was gesagt, habe ich selber nicht verstanden. Das Der Brot und Name der Spiele. Name der Kneipe. Brot und Spiele. Ach, Brotenspiele. Ah, ja, okay. Genau. Das sagt mir ja sogar was vom Und Griff. ja, also eine großartige Zeit. Meine Studienzeit habe ich hauptsächlich dort verbracht. Sehr schön. egal, auf jeden Fall. Und dort hat Ronald auch seinen mittlerweile Agentur White Castle Stammtisch abgehalten, eben mit Spielautoren, die sich einmal die Woche treffen. Und dort haben wir uns kennengelernt und ich fand das halt super interessant. Ich habe mir vorher, obwohl ich so viel gespielt habe, nie Gedanken darüber gemacht, dass ja irgendjemand diese Spiele auch erfinden muss. Ja, klar. Oder welche Verlage es gibt. Damals halt, also von dem Genre, was ich gern gespielt habe, ich habe halt Pegasus gekannt und Steve Jackson Games und ich glaube, und Ravensburger halt von früher. Ne? Ja, klar. Aber sonst habe ich mich auch nicht für Verlagsstrukturen oder wen es da gibt interessiert. Und ja, ich habe dann gefragt, ob ich mittesten darf, wenn nicht viel los war in der Bar und habe dann angefangen, auch irgendwie so ihre Anleitungen, so ein bisschen Probe zu lesen oder zu lektorieren oder was auch immer. Und dann hat er mir halt irgendwann eine Stelle angeboten. Und hat mich auch auf Messen mitgenommen. Meine erste Messe war Göttingen. Das war ein Und wann war Traum. das? Wie viele Jahre ist das schon her? 2009, glaube ich, war mein erstes Ja, Göttingen. okay, cool. Vielleicht war es auch 2010. Wir jetzt auch schon. Auf jeden Fall 2 Jahre später hat er dann gesagt, naja, eigentlich will er ja kreativ sein. Eigentlich ist er ein Spieleautor. Ja, Und verstehe. er will sich eigentlich ganz gern zur Ruhe setzen, sozusagen, mit der Agentur und ob ich sie ihm abkaufen will. Und dann stand ich vor der Entscheidung, meinen Job zu verlieren, weil die Agentur einstellt oder sich selber zu führen. Ja, das ist doch schön. Und Gute bin Entscheidung da getroffen. gelandet. Ja. Also ganz, ganz viel Glück Ja, von der sehr Seite des schön. Lebens. Ja. Also ich finde es aus mehreren Gründen bemerkenswert. Also erstmal dachte ich ja wirklich, ich habe das nie hinterfragt, dass das nicht deine Idee sein könnte, weil du wirst ja, glaube ich, aber das ist ja schon richtig, du wirst ja immer so etwas charmant als Queen of the Castle bezeichnet, richtig? Von deinen. Manchmal Ja. liest man so, vielen Dank an die Queen of the Castle, das bist du, ne? Weil du es Ja, irgendwo liest, ja. wer könnte nur für diesen Namen verantwortlich sein?
Genau, auf jeden Fall. Und da dachte ich immer, naja, gut, Queen of the Castle, du musstest schon deine Sache gewesen sein. Aber so ist es. Es ist ja quasi nur, du hattest nicht ursprünglich die Idee, sondern bist da sozusagen einfach dazu gekommen, was ja cool ist. Und was ich auch echt witzig finde, ist, dass das in so einem Spielecafé seinen Ursprung fand, weil genau das Gleiche ist uns hier in Berlin ja jetzt auch mit der Spielwiese und der Editionsspielwiese passiert oder haben wir miterlebt, ne? Wo dann ist Spielwiese als Café, da gab es einen Stammtisch von Autoren. Der Besitzer des Cafés, Michael Schmidt, hat mit den Autoren viel gemacht. Irgendwann hat er dann einen Verlag gegründet mit denen und jetzt hat er einen richtig coolen Brettspielverlag draus gemacht. Also ist halt, da sieht man, wie die Cafés, wie wichtig die sind. Die Leute kommen da zusammen und es entwickeln sich Sachen. Also in dem Fall bei euch jetzt oder bei dir eben dann die Agentur. Okay, und dann, aber das heißt aber, als du ihm das dann abgekauft hast, warst du dann da ganz allein erstmal oder das war nur er und du und dann warst es nur du? Ne? Ja, das war ein bisschen komplexere Struktur. Er hat auch noch ein anderes Unternehmen damals geführt und hatte also eine Bürokraft auch, die sich halt um beide Aha. gekümmert hat. Verstehe, ja, klar. Und die habe ich so ein bisschen mit übernommen. Nein, eigentlich habe ich sie schon, also ja, ich habe sie mit übernommen die ersten Jahre, hat sich halt dann eben, also nur mehr halt um die Verstehe. Marktkartensachen gekümmert. Und genau, also mittlerweile sind wir zu dritt. Da gibt es den Andreas, der sich ganz viel um die Kommunikation mit den Autorinnen kümmert, um die Koordination der Testgruppen und der Feedbacks, schaut, dass die Feedbacks an die Autoren gut formuliert sind und rausgehen, dass sie ihre Prototypen zurückkriegen, wenn wir was ablehnen, solche Sachen, kümmert sich viel um Anleitungen, um Gestaltung mal hin und wieder. Und dann gibt es die Theresa noch, die sich um die vertraglich, also so Lizenzsachen kümmert, um die Buchhaltung kümmert und so, Verstehe, ne? ja, Die Rechtsabteilung. Bürokram, ja. Genau. Ja, und dann ist eigentlich müssen wir ja nur noch klären, wo kommt der Name her? White Castle. Ja. Der Der kommt ja kommt dann nämlich nicht von dir, tatsächlich, also quasi, genau, der kommt nicht was von ist mir. die Idee dahinter? Also der Ronny, lustigerweise, ich bin mir nicht mehr, ich habe ihn oft gefragt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es noch richtig auf die Reihe kriege. Also er ist Historiker, er liebt dieses ganze Mittelalter, Burgen und so weiter und so fort. Ja. Und auch Carcassonne ist so ein Spiel, das ihn wahnsinnig fasziniert und so. Und diese Burg für ihn als Zeichen für etwas Besonderes, für etwas Langlebiges. Und das White ist einfach was er mit was Schönem, was Hellem, was Positivem, was Luftigem, auch mit so einem Luftschloss ein bisschen verbunden hat. Dieses Also Wolkenschloss es kann gibt man. quasi kein Vorbild für das White Castle. Hätte ja sein können, dass du sagst, das ist Burg Neuschwanstein und dann war die Idee White Castle. Also könnte ja sein, Nicht dass so er das konkret, hatte, aber aber also mittelalterliche Burg ist ein guter ja. Richtwert, sagen wir so. Ja. Auf jeden Fall ein cool klingender Name. Das ist ja immer das Wichtigste. Ja, cool. Naja, worüber er nicht nachgedacht hat zu dem Zeitpunkt, ist ja, wenn man das abkürzen will, ist es Ja. WC. Ach so, ja. Und ich habe ja Also. gemerkt, als ich es einfach mal so in Google eingegeben habe, es gibt ja einen Verlag in Amerika, glaube ich, der White Castle heißt. Aber Eine das ist ja. Burgerkette. Ach, es ist eine Burgerkette. Das ist Ach, eine auch noch. Burgerkette. Ja, genau. Aha. Aber die Burgerkette, die hat euch noch nicht verklagt. Nein, weil wir sind für Österreich angemeldet, da war das noch nicht besetzt. Wir haben auch die whitecastle.at-Adresse. Mein Anwalt hofft schon die ganze Zeit, dass die Burgerkette irgendwann nach Österreich expandieren will und uns Naja, du diese meinst, Domain dann kannst du das abkauft. gut auch kaufen und kannst einfach die Agentur umbenennen. Ja, genau. Naja. Ja, cool. Ich würde sagen, vielleicht, dann gehen wir mal dahin, weil die Leute wollen jetzt sicher wissen, ja, was macht ihr denn eigentlich konkret? Ich meine, vielleicht müssen wir auch ganz grob umreißen, wie überhaupt natürlich ein Brettspiel entsteht. Das weiß ja auch nicht jeder, aber ich sag mal, ganz prinzipiell ist es ja bei Brettspielen so, ein Brettspielautor, ob der jetzt Vollzeit oder nebenberuflich das macht oder aus Spaß, der hat eine Idee und der bastelt erstmal ein Spiel. Das ist ja das Normale, ja. Oder schreibt es zumindest auf, die Idee oder was er da machen will. Und ja, genau, und dann könnte man theoretisch auch direkt den Sprung zum Verlag schaffen, wenn dann ein Verlag, ein Redakteur das toll findet. Dann arbeiten die mit dem das aus, diese Idee, und produzieren das Spiel und bringen das irgendwann raus. Aber was quasi, ihr seid da quasi genauso dazwischen. Und ja, vielleicht sagst du mal kurz, was ist denn konkret die
die Arbeit, die ihr eigentlich macht, oder wie läuft es ab? Also dazwischen könnte man es einerseits nennen, zwischen den beiden oder halt auch parallel, würde ich eher sagen, Ja. arbeiten wir. Wir machen, also wir haben ja verschiedene Bereiche. Ja. Also der Bereich, bei dem wir mit Autoren zusammenarbeiten, ist das eine, ja, bei dem wir neue Spielideen von Autorinnen uns anschauen. Kann ich gleich noch genau erklären. Dann gibt es auch die Möglichkeit für Verlage, uns zu kontaktieren und zu sagen, hey, habt ihr einen großen Pool an Autorinnen, an Ideen? Wir suchen für irgendwas ganz konkret eine Spielidee oder vielleicht sogar im Sinne einer Auftragsarbeit arbeitet uns für dieses und jenes vielleicht etwas aus. Habt ihr da jemanden, mit dem ihr zusammenarbeiten könnt? Und das Dritte ist, wir machen auch Spiele für Firmen, Auftragsarbeiten, wo wir dann auch mit den Autoren gemeinsam das komplette Paket übernehmen. Ja. Aber das Hauptsächliche, also das Hauptsächliche ist schon die Arbeit an den sozusagen frischen, unabhängigen Spielideen. Und unsere Aufgabe ist es, erstes einmal zu sichten. Ganz klar, also wir schauen uns Spielideen an. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man uns die zukommen lassen kann oder die Kriterien, was wir uns anschauen. Und geben wir mal ein Ersturteil ab. Ja, aus unserer Expertise, aus unseren Erfahrungen, aus dem, was wir mitgenommen haben bisher von Spieleverlagen, was wir für Erwartungen an ein Spiel stellen oder was auch die Spielewelt für Erwartungen an ein Spiel stellt, geben wir dann auch Feedback an die Autoren. Und der Vorteil, dieses Feedback von uns zu kriegen im Vergleich zu einem Verlag, ist, dass wir halt eben nicht nur die Verlagsbrille sozusagen aufhaben und sagen, passt das für uns? Und aus welchen Gründen passt es vielleicht für uns nicht? Weil manchmal kriegt man als Spieleautor, wenn man ein Spiel einschickt, auch nur das Feedback zurück, passt bei uns nicht ins Programm oder hat uns im Test nicht überzeugt. Ohne dass Was das nicht jetzt von heißt den. automatisch, dass es ein schlechtes Spiel ist oder eine schlechte Idee ist, Genau, sondern vielleicht ja. einfach nur der falsche Verlag quasi, ja. Genau, das kann sein, ja. Und das ist also auch nicht eine Bösartigkeit oder so von den Verlagen, das so verknappt darzustellen, sondern die haben einfach keine Zeit dafür. Ja, weil die müssen ja auch die finale Redaktion machen für die Spiele, die sie aufnehmen, wo sie ohne viel Arbeit vielleicht, oder es ist immer viel Arbeit, aber wo sie halt relativ schnell sagen können, ja, das ist was für uns. Und natürlich müssen sie sich auch auf diese Spiele konzentrieren. Das heißt, wenn man bei uns ein Spiel einschickt, kriegt man einfach einen größeren Einblick, wie wir dieses Spiel beurteilen. Dann auch nicht nur aus der Sicht eines Testers vielleicht, sondern eben wirklich aus dieser gesammelten Perspektive. Wir haben viele Verlage, mit denen wir zusammenarbeiten und das geht von den amerikanischen großen Plastikbomber-Produzenten wie Hasbro bis zu vielleicht exotischeren Verlagen wie Martinex in Finnland, die man hierzulande vielleicht auch gar nicht kennt, und haben da halt einfach ganz unterschiedliche Brillen, die wir aufsetzen können, um ein Spiel zu beurteilen. Und das Aber heißt auch, ja. ja, Nee, aber das aber. heißt ja auch quasi, das, was ihr da macht, das ist ja auch, weil du sagst, die Verlage haben wenig Zeit. Das ist ja auch schon eine Dienstleistung, ist ja auch schon Arbeit, was ihr da reinschickt. Ich meine, ihr findet sich ja auch selber Sachen, vielleicht auf Messen oder so, aber quasi, wenn man euch einfach ein Spiel schickt, dann muss man das quasi, diese Sichtung auch beauftragen bei euch. Oder wie läuft das ab? Genau, also da gibt es an sich zweieinhalb Möglichkeiten, uns ein Spiel zukommen zu lassen. Die eine Möglichkeit ist persönlich, das heißt auf Messen, wenn sie wieder stattfinden, kann man Spiele vorstellen. Wenn man in der Gegend ist, bei unserem montäglichen Spieleautorinnen-Stammtisch, der momentan online stattfindet, oder eben man kann uns einfach kontaktieren und einen Termin ausmachen und uns das Spiel vorstellen. Das ist kostenlos. Allerdings nehme ich mir bei solchen Terminen die Freiheit, auch nach 10 Minuten zu sagen, das Spiel ist nichts für uns, das Spiel ist auch noch nicht so weit, tut mir leid, damit können wir nichts anfangen. Die andere Möglichkeit ist, uns das Spiel zu schicken, ein Prototyp zu schicken mit einer brauchbaren Spielanleitung und eine Gebühr von 85 € zu zahlen, dafür, dass wir das Spiel wirklich testen, auch in Testgruppen testen und ein Feedback dazu schreiben. Und da kriegt man halt wirklich eine Einschätzung. Und weil Ist du es quasi vorher eigentlich, angesprochen kann hast. man sagen, wie so eine Art Lektorat, würde man vielleicht fast so, also vielleicht zu weit, Lektorat ist schon zu weit gegriffen, aber im Prinzip so eine Art, Beurteilung. eine Eine Beurteilung, ja, Beurteilung, würde genau. ich sagen. Also man darf nicht vergessen, weil du vorher gesagt hast, manchmal kriegt man auch von Verlag so eine Antwort zurück, nämlich gesagt habe, das passt nicht zu uns, heißt ja nicht, dass das Spiel schlecht ist. Kann es aber auch heißen. Also es kann auch heißen, Ja, dass das Spiel schlecht ist. Und es ist natürlich. total wichtig,
dass jemand, der Spiele entwickeln möchte, auch schlechtes Feedback kriegt, also negatives Ja. Feedback mit konkreten Inhalten, warum dieses und jenes einfach nicht den Standards entspricht oder dass es das schon hier und dort gab, warum das in unseren konkreten Testsituationen nicht funktioniert hat. Das ist ja ein total wichtiger Prozess oder total wichtige Information. Und es gibt oft, gerade bei Erstversuchen sozusagen, bei Erstlingswerken, könnte ich jetzt auch vielleicht im Detail sagen, ja, wenn man dieses und jenes, da passt das Balancing nicht, das könnte man umarbeiten. Aber mittlerweile im Laufe der Jahre habe ich mir schon auch angewöhnt, oft das mal zu sagen, dieses Spiel ist halt fertig. Ja? Das ist jetzt dein Lehrstück sozusagen. Wir könnten da jetzt noch monatelang dran herumbasteln, um das eine oder andere, was jetzt ein bisschen unsauber gearbeitet ist, schöner zu machen. Aber es wird immer halt diese okaye Kernidee bleiben. Pack doch das Spiel weg als dein erstes Lehrstück, stellst es dir in den Schrank und schau es immer wieder gerne an. Das ist das Erste, was du gemacht hast. Und mach ein neues, aufbauend auf dieser ganzen Erfahrung, die du bei dem gewonnen hast. Es kann ja sogar in die gleiche Richtung gehen. Aber du wirst halt diesen ganzen Ballast los, den du mitschleppst von dieser Spielidee und hast plötzlich Raum, Design Space und für neue Sachen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da findet man, glaube ich, vielleicht auch als Redaktion einfach nicht immer die Zeit dazu. Kann es auch gar nicht, weil man muss ja auch seine Arbeitszeit vor den Chefs rechtfertigen. Da wirklich auch Feedback zu geben, das respektvoll ist, aber trotzdem da hingreift, was weh tut. Ja, die einem weiterbringt sozusagen. Also man kann ja sagen, dass wir jetzt hier auf dem YouTube-Kanal, wir kriegen ja wirklich auch viele solche Anfragen, ist klar, ne? Weil die Leute natürlich unsere Videos gucken und klar wollen natürlich auch viele angehende Autoren gerne, dass wir uns Prototypen angucken, die möglicherweise auch ein Video vorstellen. Da antworten wir natürlich auch immer drauf, dass wir dazu auch leider halt keine Zeit haben, weil wir ja schon nicht hinterherkommen, die veröffentlichten Spiele alle anzugucken, die unsere Zuschauer auch interessieren und auch mehr interessieren als ein Prototyp, der vielleicht nie veröffentlicht wird. Aber es ist halt auch so, dass natürlich muss man klar sagen, wenn man gerade, wenn man halt sein erstes Spiel entwickelt hat, so wie du gesagt hast, da ist es ganz normal, dass man halt auch noch vielleicht Fehler macht. Es gibt da sicher Ausnahmen. Aber was ich immer den Leuten halt auch rate oder wo ich oft das Gefühl habe, wenn ich mit Leuten spreche, die ganz neu dabei sind, sage ich mal so, ist oder was mir auffällt an den Leuten ist, ganz oft frage ich sie dann, ja, warst du denn schon mal in Essen? Oder hast du mal irgendwie, und ganz oft ist es halt so, dass die Leute, die dann anfangen, ein Spiel zu entwickeln, noch gar nicht den Schritt gemacht haben, wirklich das Hobby, so wie es jetzt ist, ja, also wie es in Essen einfach ist, überhaupt zu kennen. Ja, also, und das glaube ich, ist halt auch immer so ein ganz gutes Ding, wo ich dann immer sage, ja, die Spielidee, die mag gut sein, aber wenn man hier angeht und man will ein Spiel entwickeln, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich selber erstmal ein Bild zu machen davon, was gibt es überhaupt schon alles? Was ist der Stand sozusagen der Dinge? Wie viele Spiele gibt es und welche Spieleideen, also auf welchem Markt bewege ich mich eigentlich und wie und auch überhaupt sich nur bewusst zu machen, das machen sich viele angehende Spieleautoren auch nicht unbedingt, welche Konkurrenz sie sozusagen auch haben. Ja, also wie viele Spieleideen, wie viele Spiele es gibt, weil natürlich so ein Spielentwickler, ich kann es nur sagen, mein Vater hat keine Ahnung von Brettspielhobby, aber hat auch schon mal ein Spiel entwickelt, einfach aus Spaß. Ja, da hat das hat auch gar nichts mit meinem Kanal zu tun, sondern das hat er einfach so gemacht. Ja, also, und da musste ich meinem eigenen Vater sagen, ja, tolle Idee, aber stell's dir in den Schrank. Ja, kenne ich. Ja, also daher kann ich das gut nachvollziehen. Ja. Aber ich finde, du hast ja auch, lass uns doch gleich mal konkret an ein Beispiel ran. Ich glaube, dann können wir auch noch mal ein bisschen genauer rausarbeiten, was ihr dann wirklich, was dann euer Beitrag auch ist bei Spielen, die dann auch wirklich was geworden sind. Und du hast ja ein paar rausgesucht. Ich weiß nicht, mit welchem möchtest du denn anfangen? Das ist vielleicht. Ich fange vielleicht mal mit einem an, das von unserem Stammtisch kommt, nämlich mit Smart Pen. Ah ja, das habe ich auch Das da. kennt ihr ja. Ah ja, super. Hältst du das in die Kamera? Sehr gut. Ich habe tatsächlich den Originalprototyp, die Originalbox habe ich nicht mehr hier. Die liegen alle immer noch beim Verlag. Irgendwann kriegen wir sie zurück. Aber das waren so die Originalkarten damals. Ah ja, Ja. Der hieß jetzt Quiz auch noch It anders. hieß es Genau. früher. Ja. Dann hieß es mal 10 Answers. Ich weiß nicht, ob du 20 Questions kennst.
Nehme ich mal angelegt an Ten Answers. Ja. Ja, Smart 10 kam dann raus. Also, das war halt ursprünglich mal so rechteckig. Genau, also Smart 10, die Spielidee ist am Stammtisch entstanden. Die hat auch eine sehr lange Geschichte. Ich habe jetzt hier mal meine allumfassende Spieledatenbank Ja. aufgemacht. Die ist wirklich mittlerweile schon Jahrzehnte, eine jahrzehntelange Geschichte von Verlagsfeedbacks, hier eine Sammlung. Und das Spiel haben wir zum ersten Mal in Essen 2010 Verlagen vorgestellt. Also die Idee Okay. kam am Stammtisch zustande vom Arno Steinwender und vom Christoph Reiser, die auch schon andere Spiele miteinander gemacht haben. Und eigentlich wollten sie ein Barbie-Spiel machen. Ein Barbie-Spiel. Ein Barbie-Spiel, genau. Also ein Barbie mit, und es ging irgendwie so um sich umziehen und so. Und sie hatten so eine Idee für einen Kasten, den man verwenden kann, wo Löcher drin sind, um irgendwie Kleidungsstücke da durchzuschieben oder so irgendwas. Okay, verstehe. Und diese Idee hat sich dann bei ihnen irgendwie so entwickelt, so, naja, damit könnten wir ja noch ganz andere Sachen machen. Und dann kamen sie halt auf das Quizspiel, haben das auch eben bei unserem Stammtisch gezeigt, beziehungsweise haben wir es getestet und auch nochmal überarbeitet, wie viele Fragen sind sinnvoll für eine so eine Karte und so weiter und so fort. Und wir haben es total begeistert und motiviert nach Essen mitgenommen, haben es auch als, Da also war es dann schon das Quizspiel quasi, ja? genau, da war es dann schon das Quizspiel. Also wie gesagt, mit den rechteckigen Karten, da war so ein rechteckiges Kastel drumherum, aber auch schon mit den Knöpfen. Mhm. Und wir haben es ganz vielen Verlagen gezeigt, das haben auch ein paar mitgenommen, aber letztlich haben es dann alle abgelehnt. Auch mit Hasbro haben wir länger darüber geredet, die dann auch gesagt haben, so, ja, aber heutzutage, also es war 2010, ne? Ja. Heutzutage spielt doch niemand mehr Quizspiele analog. Spielen doch Verstehe. alle nur mehr am Handy. Das war halt auch Ja. damals die Zeit vom Quizduell und so, ja, so ungefähr um den Dreh. Verstehe, ja. Und es war so ein, niemand will dann, also die Leute kaufen Trivial Pursuit, okay, aber Ja, so im das großen glauben sie halt, weil sie es Stil. immer schon gekauft haben. Kann man davon Hunderttausende verkaufen und so, ja? Wir glauben es nicht. Und wir haben das Spiel aber Wenn du jahrelang weiterredest, nur, mitgenommen. wir haben natürlich auch ein Video von diesem Spiel gemacht. Wir reden jetzt über das Spiel und ihr wisst vielleicht gar nicht, was es ist, aber ich wollte nur kurz zwei Sätze sagen, was es überhaupt ist. Nämlich, es ist halt ein Quizspiel mit ganz vielen Karten innen drin. Und eben 10 teilweise möglichen Antworten, vor allem kann man ja sagen. Es ist eine Quizfrage zu sehen, 10 mögliche Antworten, die teilweise auch mehrere richtig sein können. Und dann mit diesen Knöpfen, da erscheinen dann halt die richtigen Antworten oder die falschen Antworten. Man rät quasi hier die verschiedenen Knöpfe. So, ne? Und es ist halt so Genau. ein Kasten. Und Ja, halt das ist richtig viele Karten. Ja. Aber guck dir sehr einfach geil. das Video an. Ich wollte nur, ne, kurz Ja, danke. Sehr reißen, gut. damit die Leute denken, so, ah, okay, wovon reden wir da überhaupt? Genau, aber jetzt red weiter. Genau. Niemand wollte es haben. Genau. Niemand wollte es, also Hasbro naja, wollte es es haben nicht wirklich haben. einige Verlage zum Test auch mitgenommen, aber die Ja, ja. meisten waren dann irgendwie so mit so, naja, Quizspiel, Spiel analog. Und dann 2015, und da sind wir halt wieder bei unserem Feature sozusagen, dass wir auch mit exotischeren Verlagen uns treffen, hatten wir einen Termin mit Martinex, ein finnischer Spieleverlag, der bei uns Pentago ist, würde ich mal sagen, ein sonst noch bekanntes Spiel, das ist bei uns bei Cosmos erschienen. Und die Jenny, die Verlagschefin, hat das gesehen und war begeistert, hat das mit nach Hause genommen und hat mich dann Anfang Jänner kontaktiert und hat gesagt, sie haben über die Weihnachtsferien nichts anderes gemacht, als dieses Spiel zu spielen. Ihre Familie wollte schon anfangen, auch irgendwie neue Fragen zu bauen und so. Ja, sie machen es auf jeden Fall. Ja, und dann ist Und es quasi, genau, das ist mir natürlich auch überhaupt nicht klar gewesen. Wir stellen das vor und sagen so, hier, bei Piatnik rausgekommen. Aber klar, wenn man natürlich hinten guckt, neben eurem Logo erstmal ganz links Martinex. genau. Das heißt, die waren die Ersten, die es dann in Finnland rausgebracht haben, quasi. Genau, in Finnland und in Schweden, da hat es auch gleich einen Spielepreis gewonnen. Genau, das sieht Und man auch hier, ne? Spiel des Jahres in Schweden und dann später auch in Dänemark. Aber erst 2 Jahre später. Ja. Und so geht es weiter. Also mittlerweile ist es, ach Gott, das weiß der Arno besser, ich glaube, über Ja. 10 Sprachen oder so erhältlich. Mhm. Und genau, dieses Jahr kommen, wenn alles gut geht, noch 2 Sprachen dazu wieder. Also es wird immer mehr und wir haben bewiesen, dass man schon Hunderttausende davon Ja, verkaufen siehst du, kann. ja. Hasbro, take this. Ja, genau. Die Redaktion hat es auch schon gespielt.
Nein, aber so geht's mal. Aber ich meine, das ist dann ein schönes Beispiel. Also klar, also quasi hier war es wirklich das Problem. Idee war gut, aber der richtige Verlag hat gefehlt. Genau. Und da musste man einfach dranbleiben und den richtigen finden. Und man muss halt auch, das ist ja oft auch schmerzhaft für die Spieleautoren, ne? Ja. Die vielen Absagen durchzuhalten und trotzdem noch an das Spiel zu glauben. Ja, und also diese Liste ist echt lang. Boah, ist ja, und ich sag mal, jetzt ohne eure Unterstützung würde das quasi, kann man das natürlich auch als Autor selber machen. Man kann alle Verlage anschreiben, überall die Prototypen hinschicken und warten. Sozusagen. Und teilweise, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja auch so, wenn man direkt an die Verlage einfach nur Sachen schickt, das habe ich auch schon von vielen gehört, also Prototypen schickt direkt an Verlage, nicht an euch, dass es zum Teil nicht nur irgendwann die Absage kommt, relativ knapp, dass es nicht ins Portfolio passt zum Beispiel, aber dass teilweise auch die Absagen dauern, bis sie überhaupt kommen. Also, ja, dass man halt auch lange da sitzt und nicht weiß. Und ich kann mir vorstellen, gerade auch als, sage ich mal, Neueinsteiger ist sicherlich auch das Problem, man hat es einem Verlag geschickt. Und ich meine, man kann ja ohne Probleme eine Spiele-Idee parallel allen schicken. Da spricht ja eigentlich nicht wirklich was dagegen. Ja? Also, man muss es kommunizieren, würde ich sagen. Ja, na, man muss kommunizieren. Kann natürlich schon sagen, gut, ich habe es euch exklusiv geschickt. Aber es ist natürlich, wenn man es irgendwem exklusiv schickt und man wartet dann ein paar Monate, bis der Nein sagt, und dann geht erst der nächste los, dann braucht man natürlich Jahre, bis man bei allen mal gefragt hat. So. Ja, na, auf jeden Fall, also da kann man nur sagen, ja, top Spiel. Gut, dass ihr da dran geblieben seid, auf jeden Fall. Ja. Gut, dass die Autoren das auch so lange durchgehalten haben mit uns. Nee, total super. Ja. Ich habe noch zwei andere Spiele. Na klar, das wollen wir auch alles hören, die Geschichten. Mit pass mir auf, eine, warte kurz. Eine spannende Geschichte, diesmal von nicht vom Stammtisch, sondern die Rita Model ist ja mittlerweile auch bekannt. Das habe ich natürlich auch. Guck mal hier. So sieht es nachher aus. Aber so sah es. Mika Dance, das wusste ich auch nicht, dass es Mika Dance hieß. Okay, es hatte viele Namen. Es hatte viele, viele Namen. Es ist eine wunderschöne Geschichte. Ganz am Anfang, ich wollte das jetzt eigentlich noch recherchieren, wie es genau war in meinen Aufzeichnungen. Kam ich jetzt nicht mehr dazu. Ich glaube, der Andreas, eben mein Mitarbeiter, hat mit der Rita zuerst kommuniziert, ich bin mir sicher, in Göttingen oder so. Und, Göttingen, damit ihr wisst, was es ist, Göttingen, die Spieleautorentage in Göttingen, können wir vielleicht nachher auch nochmal kurz drüber reden, ist eine Veranstaltung nur für Spieleautoren, die da hinkommen und Prototypen zeigen. Euch und anderen und vor allem Verlagen, Redakteuren, richtig? Genau. Auf jeden Fall hat sie uns ein paar Spiele, glaube ich, auch damals schon gezeigt. Und es gab eins, das war irgendwie so interessant. Das war mit Bibern. Es war ganz was anderes. Aber nicht mit echten Bibern. Nicht mit echten Bibern. Das wäre witzig gewesen. nein, und der Andi hat ja zu diesem Spiel irgendwie sehr umfangreiches Feedback auch geschrieben, was er daran interessant findet und was er daran schlecht findet. Und die Quintessenz war eigentlich, wenn man das genau liest zwischen den Zeilen, dass das Spiel schlecht ist, aber es ist eine gute Idee drin. Und die Rita hat das aber erkannt und hat dieser tatsächlich und hat das einfach ein komplett neues Spiel gemacht. Und ist mit dem auch zu uns nach Wien gekommen, hat uns das gezeigt. Und das war dann eben wirklich damals noch sehr filigran. Also eigentlich so kleine, dünne Stäbchen. Na klar, wie Mikado halt. Mika Dance von Mikado sozusagen. Genau, und das waren halt auch so Mensch, ärgere dich nicht, Pöppel, als Spielfiguren. Hm. Also es war roh, aber es hat uns fasziniert. Wir haben dann halt auch noch weiter herumgetestet, was sind sinnvolle Modi, wie man spielen kann. Ja, mal kurz auch hier zwei Sätze. Wahrscheinlich kennt ihr es. Ihr könnt natürlich auch hier Video angucken, aber es ist ein Balance-Spiel, bei dem wir ja ein Gebilde bauen aus solchen Stahlträgern dann später hier in der Baustelle und so Figuren, die eben wie Bauarbeiter aussehen, darauf balancieren müssen, die können auch noch Sachen tragen und natürlich darf nichts runterfallen und wir müssen halt verschiedene Aufgaben da erfüllen, wie wir was bauen. So, ja, um es ganz grob zu sagen. Genau. Und es ist schwierig bei so Balance-Spielen oder Geschicklichkeitsspielen allgemein, es ist halt immer was sehr Spezielles und es ist sehr produktiv, schon zu sehr vielen solchen Spielen Feedbacks bekommen zu haben von unterschiedlichen Seiten. Und das ist halt, glaube ich, auch ein Vorteil, eben als Agentur. Ich meine, viele Autoren, die schon lange im Geschäft sind, haben da auch schon einen gewissen Erfahrungspool natürlich. Aber dass wir halt auch irgendwo eine Quintessenz rausnehmen können, sagen, das ist das Besondere, da glauben wir, dass das Leute faszinieren kann. Und haben dann mit der Rita gemeinsam halt dieses Spiel ausgearbeitet und dann, das war auf der Spielwarenmesse in Nürnberg,
im Plan B Kammerl. Ja, Damals Planet ist der noch Verlag sozusagen, nicht, ja. ja, damals noch nicht Asmodee. Nee, ganz frisch jetzt Asmodee oder bald Asmodee, glaube ich jetzt, aber Genau. damals war es noch selbstständig, genau. Ja. Und haben dieses Spiel dazu viel gezeigt, auch für Pretzel Games, Ja. was ein Unterverlag von, oder ein Studio von Plan B, die Geschicklichkeitsspiele machen, das Flick 'em Up von ihnen ist, die Ja. halt auch sehr schönes Material hat. Und sie hat sofort eine Vision gehabt von dem Spiel, die sich total mit dem, was wir uns und was Rita sich vorstellen können, auch schon überschnitten hat. Aber das war dann ein Knochenjob, das auch noch umzusetzen. Also sie hat gesagt, okay, wir machen das. Aber Ja. bis dann wieder Göttingen, also wir hatten ein halbes Jahr Zeit, um aus dem hier Ja, das hier zu machen. das hier zu machen. Ja. Ja, genau. Das Und war da war Wahnsinn. Da der war die. sozusagen dann auch voll dabei quasi. Genau, also Rita da zu haben wir. unterstützen. Man muss ja doch dazu sagen, das war Ritas erstes Spiel. Ja, genau. Richtig? Also das muss man ja auch sehen. Das heißt also, ein Erstlingswerk von einer Autorin, die noch nie vorher eine Veröffentlichung hatte. Das stelle ich mir natürlich auch, also von Rita jetzt sehr, sehr ambitioniert vor, dann auch noch für einen Verlag, muss ja sehen, Plan B Games, die Sophie Gravel als war ja dann quasi der Produzent des Spiels, der Verleger des Spiels, eine sehr erfahrene, ja auch, ja, kann man schon so sagen, so eine kleine Koryphäe der Gesamtbranche, ja, also die sicherlich auch da war es sicherlich gut, dass die Rita euch hatte, sage ich mal, um das überhaupt zu schaffen, ja. Ja, ich glaube, es ist auch also von beiden Seiten. Ja. Ich glaube, auch für einen Verlag ist es halt ein Risiko, mit einem Neuling in so einer kurzen Zeit so ein ja, aufwendiges Ding umzusetzen, wo man materialmäßig auch so viel ausprobieren muss. Weil man weiß ja nicht, also woher soll der Verlag wissen, ob die Person das hinkriegt, das Durchhaltevermögen hat, sich die Zeit nimmt, ausreichend Tests macht, ausreichend Testgruppen hat. Und wenn man halt die Agentur dahinter hat, ist es halt auch für einen Newcomer einfach ein bisschen so ein Backup zu sagen, okay, da kann man sich sicher sein, dass das professionell bearbeitet wird. Das ist einfach so ein bisschen eine Vertrauensgeschichte natürlich auch. Auch nicht böse gegenüber den Autorinnen gemeint, ja, von Verlagsseite. Aber natürlich, wenn man jemanden nicht kennt, noch nie mit jemandem zusammengearbeitet hat und auch keine Reputation irgendwo ablesen kann, es hilft natürlich. Ja. Aber es war lustig. Da war auch die Redaktion in Hamburg damals, ne, da, um Peter Eggert und Viktor Popilke, die mit uns Unmengen von Versionen gibt. Ich weiß nicht, Unmengen von Versionen gesetzt habe. Dann war auch noch Fun Fact: Christoph Tisch, Grafiker, Spielegrafiker und Autor, macht viel für Carcassonne oder Fernsehen Glück allgemein. Der war für ein paar Wochen bei uns auf Studienaustausch sozusagen, war Bürosurfen, hat seine Arbeit gemacht, aber bei uns in Wien. Und mit dem haben wir auch, ich gefühlt nächtelang Man at Work getestet. Mit der Rita wieder telefoniert und sie hat uns Anweisungen gegeben, was wir ausprobieren können und was wir basteln sollen. Und ich stand dann bei einer Freundin in der Werkstatt und habe so Stahlträger gefräst, Ach so, ja. weil der Verlag gesagt hat, wir brauchen unbedingt richtige I-Träger, weil das ist so cool, das ist viel besser. Wir haben das gefräst selber, ja. Ja. Haben getestet, okay, was hat das für eine Auswirkung auf die Statik? Was kann man da alles einhaken? Wie ist es besser? Ist es schlechter? Unmenge von Tests gemacht und dann kam vom Verlag halt zurück, mehr können wir uns doch nicht leisten. Ja, das ist ein super Punkt, weil ich wollte auch gerade sagen, was natürlich auch man, wenn man sowas noch nie gemacht hat, so ein Prozess von der Spielidee zum wirklich fertig produzierten Spiel, dass ja die Produktion eines Spiels, also die tatsächliche Herstellung, einen unglaublichen Einfluss auch nochmal nehmen kann, weil da eben genau, was bei dem Stahlträger ein super Beispiel ist, dann so Sachen reinkommen, die gar nichts mit der Spielidee an sich zu tun haben, nämlich sowas wie, ist das Spielmaterial überhaupt herstellbar, wie man sich das vorgestellt hat, und ist es auch kostentechnisch überhaupt machbar, weil natürlich kann man alles irgendwie machen, theoretisch, nur dann kostet das Spiel irgendwie 500 € pro Stück, wenn man da nicht aufpasst. Und das ist eben auch so ein, auch ein ganz, ganz, das habe ich halt auch schon oft erlebt, auch, sag ich mal, mit unseren Editionen. Es war jetzt kein richtiges, diese Neuauflagen, die wir gemacht haben, da haben wir auch schon so ein bisschen mitgekriegt, was das bedeutet, auch selbst wenn man nur so kleine Änderungen macht oder eine kleine Promo nachdruckt, wie
wie wichtig diese ganzen Fragen sind nach der Materialwahl, nach dem Preis und so. Und ich weiß ja nur, dass zum Beispiel auch viele Autoren, die dann zum Beispiel auch den Weg wählen, weil was ja auch geht, einfach ohne Verlag, ohne alles, einfach ein Spiel auch im Eigenverlag rausbringen, dass die da auch, wenn man keine Erfahrung mit diesen ganzen Sachen hat, wenn man nicht weiß, was kostet es, irgendwas speziell herzustellen oder was kostet ein Inlay oder was kostet es, dass man natürlich da ganz schnell auch sich völlig verrennen kann und dann funktioniert gar nichts mehr und die Spiele wären viel zu teuer. Und dann hat man einfach Probleme sozusagen. Und das ist natürlich auch etwas, wo ihr natürlich mit eurer Erfahrung, wo man sicherlich auch sagen kann, okay, diese Schnittstelle zwischen Verlag, der dann sagt, nee, aber es geht nun mal nicht aus Holz oder warum auch immer, es geht nur so oder wir müssen, manchmal muss man ja auch sicherlich kreativ werden und sagen, gut, wenn es da ein Materialproblem gibt, müssen wir das kreativ auf der Ideenseite ändern. Ja, und da ist auch interessant natürlich, dadurch, dass wir gut vernetzt sind, haben wir halt manchmal auch Infos. Es kann ja auch sein, dass jemand gerade genauso ein aufwendiges Spiel sucht oder gerade eine Holzfabrik gekauft hat. Also es passieren ja so Dinge. Ja. Oder wir kriegen halt auch von Verlagen manchmal ganz konkret Anfragen, habt ihr was in diese und diese Richtung, wir würden da und da was suchen. Und dann ist es halt cool, das halt alles zusammengeführt zu haben. Ja. Und es bietet einfach mehr Möglichkeiten fürs Spiel, wenn man da einen weiteren Blick hat. Aber du musst jetzt die Geschichte von Man at Work fertig erzählen, die ich dir unterbrochen habe. Ja, also es du hat hast damit sozusagen geendet. Dein Teeträger, aus dem wurde leider nichts, aus dem Rest aber schon. Nein, ja, also wir haben alle gelitten. Es gab von allen. Also es war auch eine super Zusammenarbeit. Auch der Martin, der von Kanada vom Verlag sich zugeschaltet hat. Die Katja Volk war dann zum Schluss auch noch dabei für Zielgruppentests und für die Anleitung und so. Und wir haben uns dann zum Schluss alle in Göttingen halt auch wieder getroffen. Und dann noch wirklich auch einmal alle persönlich miteinander gespielt und getestet und Und dann ist es ziemlich schnell rausgekommen. Ich meine, das ist vielleicht genau, also es war dann zu essen da. Es war dann wirklich zu essen da. Also das war also wenn man das nochmal rekapituliert. Also aufwendige Material. Genau, man muss es mal rekapitulieren. Das bedeutet, also der Prototyp des Mika Dance war wann dann bei euch fertig? Also quasi? Also wir haben es in Essen 2017. Also wir haben es in Essen 2017, ich lese da gerade im Nachhinein, zum ersten Mal gezeigt. So. Ein Jahr später kam es dann raus. Ja. Und ein Jahr später kam es raus. Was sozusagen für ein Spiel, muss man ganz klar sagen, unglaublich schnell ist, also vor allem für so ein großes Spiel. Ja. Mhm. Also ich denke mal, so von der Spielidee, vom ersten Prototyp bis zum tatsächlich Verkaufen, geht doch meistens mehr als ein Jahr drauf, ich weiß nicht, also zumindest bei großen Spielen, das würde ich klar so sehen. Wobei man natürlich sagen kann, wenn man jetzt bei der Biber-Idee anfängt, hat es natürlich bei Man at Work auch länger gedauert. Ich schaue gerade nach. Also, erster Prototyp, pass auf, Stäbchentanz hieß es. Ah ja. Mhm. 14.09.2017. Ja. September. Ja, September. Und in Essen 18 war es draußen. Ja, das ist echt schön. Das ist mir noch gar nicht so bewusst gewesen. Ja, also. Die Rita macht generell schnelle Fortschritte. Bei allem kommt mir. Ja, die Rita ist mit allem schnell dabei, habe ich das Gefühl. nee, das ist super. Nein, total cool. Also wirklich, das ist auch so ein schönes Spiel. Da habt ihr wirklich ganze Arbeit geleistet und auf jeden Fall. Auch vom Thema her, das war dann quasi, war das die Idee dann der Anstoß von Sophie mit dieser Baustellengeschichte, also von Mikado zur Baustelle? Oder? Ja, interessanterweise, das kam von ihr, aber ich habe dann auch nochmal nachgelesen, wir hatten das auch schon von Testrunden vorab, als Idee, was man thematisch machen könnte. Ja. Aber wir wollten es bewusst abstrakt zeigen, damit es nicht zugedeckt wird von irgendeinem Thema. Ja. Damit es wirklich auch in gemeinsamer Zusammenarbeit mit dem Verlag entstehen kann, damit jeder mehr drin sehen kann. Das würde ich jetzt, als Verlag wäre es sicher nicht so gescheit gewesen, das abstrakt zu veröffentlichen, aber als Prototyp ist es manchmal sinnvoll, auch das anders zu gestalten, als man das fertige Produkt gestalten wird. Ja. Ich meine, was mir dazu ja nur noch mal einfällt, ist, aber ich weiß nicht, das führt natürlich in eine ganz andere Richtung. Da müssen wir vielleicht sogar mal eine eigene Sendung zu machen, ein eigenes Video zu dem Thema. Aber weil es hier so auch so gut passt, ich meine, der Titel
Und ich sag mal, dieses, es ist ja auch wirklich schön, so schön satirisch hier, Man at Work, so die ganzen trotteligen Bauarbeiter, die ständig runterfallen. Und mit Rita, der Vorarbeiterin, na, da hat sich natürlich auch Rita selber, ist da ja natürlich auch mit verewigt, was ja auch so, so nett ist. Aber quasi solche, diese Themen so, was jetzt Gender angeht oder sensible Themen und so weiter, war das hier, das ist ja hier fast schon augenzwinkernd verarbeitet, kann man sagen. War das irgendwie auch schon euch bewusst zu der Zeitpunkt? Da war das ja noch gar nicht so ein großes Thema, wie es jetzt ist. Hat mich nur mal so interessiert. Also war schon. Also wir haben darüber diskutiert, ja. Wir hatten auch im Entwicklungsprozess dann noch von manchen Testgruppen das Feedback, so, das geht ja gar nicht, würde ich meiner Tochter nie zum Spielen geben. Okay. Auch schon mit diesem Cover tatsächlich, wo die Rita auch drauf war. Ja. Aber das ist auch, es waren eher wenige, die das so negativ gesehen haben. Ja. Dieses Man at Work, das ist halt auch einfach ein etabliertes Baustellenschild. Ja, jetzt kann man darüber diskutieren, ob man das irgendwie überholen müsste oder nicht, aber das gibt es halt. Also ich finde das ja gerade, also ich finde das ja gerade hintersinnig gut, ja. Das mit der Rita drauf. Ja, mit der, also, genau. Ja, also auch quasi zu sagen, ne, die, lass mal, die, was passiert, wenn man die Männer alleine wirtschaften lässt, nämlich Chaos, ja. Ja, ja, und das, wir haben, da haben wir tatsächlich überlegt, ob wir das noch deutlicher machen, indem die Rita dann halt auch wirklich irgendwie so dasteht. Ja, ja, ja. Aber Es sollte dann ja auch nicht unfreundlich sein, irgendwie so. Und dann ja, ja. Ich kann nur sagen, als Feedback, meine 6-jährige Tochter, ich habe sie mich kürzlich auch wieder mal gespielt, hier in der Familie mit meinem Sohn. Und meine Tochter hat sich sofort damit identifiziert und hat gesagt, ich bin Rita und ihr müsst alle arbeiten. Na ja, schön. Sie arbeitet ja auch, sie plant. Ja, natürlich, natürlich. Also, war ein Thema, ist wird. Aber ich finde es schön, dass du es auch so verstanden hast, wie es geht. Total. Also bei uns hat es genauso funktioniert. Genau, sehr schön. Und hast du noch ein Spiel ausgesucht? Ja, ich habe noch eins, weil es einen ganz anderen Verlauf hat, wenn wir mit meiner Kaviar nicht zu kurz sind. Ja. Das habe ich leider nicht. Ich habe es versucht anzufragen. Es ist, glaube ich, auch unterwegs, weil es gibt es auch noch. Auch wenn du jetzt die alte Variante hast, oder? Nee, du hast beide, ne? Nee, ich habe zwei neue Varianten. Ah, okay. Die alte, vielleicht kannst du die dann auch irgendwie einblenden oder so. Dann. Ja, ich kann ihn zumindest mal sagen. Der alte Name heißt AdMosaX. Und ich muss auch sagen, ich habe es nie gehört vorher. Tut mir leid. Ja, also MosaX war der alte Titel. Ja. Ein Spiel von Christoph Tisch aus einer Zeit vor dem Würfel-Roll-and-Write Hype, sage ich jetzt mal. Man muss ja dazu sagen, gut, Kniffel ist natürlich irgendwie auch ein Roll and Write, aber das würde also niemand irgendwie sagen. Ne? Bevor es was anderes als Kniffel gab oder viel mehr anderes. Ja? Also bevor es so ein großes Angebot gab, von 2009 ist das ursprünglich bei Schmidt-Spiele erschienen. Wir hatten nichts damit zu tun. 2009, wer aufgepasst hat, weiß, dass ich da gerade erst reingeschnuppert habe in die Branche. Und zu der Zeit als Kellnerin in, wir sind ja auch schon Brot und Spiele gearbeitet haben. Ja, ja. Und damals habe ich mir das gekauft, beziehungsweise habe ich es fürs Lokal gekauft, weil ich war auch für den Einkauf der Spiele zuständig. Und es war für uns so ein geniales Spiel. Wir haben es geliebt. Das kannst du an der Bar spielen. Die Leute sitzen zu zweit an der Bar, wissen nicht mehr so genau, was sie reden sollen oder so. Gib ihnen ein Spiel, das an der Bar Platz hat. Ja? Und wenn du es kurz beschreibst, was macht man bei Mosaik? Das ist ein Roll and Write mit Symbolwürfeln. Die schauen so aus, es sind vier solche Symbolwürfel drin mit X, Kreis und Quadrat. Es würfelt immer ein Spieler alle Würfel und darf diese dann beliebig anordnen. Wie man es so kennt, das Roll-and-Write-Spiel, Würfler entscheidet und die Mitspieler und alle müssen dann mit diesem Ergebnis leben. Und jeder muss dann dieses Ergebnis beliebig gedreht auf seinem Würfelblock. Einmal. Verstehe. Und es geht dann darum, nach einem bestimmten Punktesystem möglichst ertragreiche, zusammenhängende Flächen von diesen Symbolen zu sammeln. Okay. Das ist das Spiel. Und wir fanden das so einfach, aber halt es gibt was her, also wir waren einfach große Fans. Und dann habe ich angefangen, als Spieleagentin plötzlich zu arbeiten. Und habe tatsächlich auch den Christoph Tisch kennengelernt. Der für mich war das ja auch damals alles Wahnsinn. So, oh wow, der hat dieses Spiel erfunden, wie genial. Ja, ja. Und bin ihm dann tatsächlich auch, also Schmidt-Spiele hatte das Spiel ein paar Jahre im
im Programm. War auch auf der Auswahlliste Spiel des Jahres, aber es ist dann irgendwann eingestellt worden. Und wie ich das gehört habe, habe ich den Christoph Fisch kontaktiert und gesagt, hey, darf ich deine Agentin sein? Ich würde wahnsinnig gerne dafür sorgen, dass dieses Spiel nochmal neu aufgelegt wird, weil es war ja bisher auch hauptsächlich im deutschsprachigen Raum. Und ich glaube, da geht noch mehr. Und dann hat er gesagt, nein. Nein, nein. Dazu Hat muss gesagt, man nein, vielleicht kurz das, noch ja. erklären, ja, quasi, weil du gesagt hast, Schmidt-Spieler hat das Programm, es wurde dann eingestellt, dass, wenn sowas passiert, ist ja nur die normale Sache ist, dass die Rechte auch quasi zum Autor zurückgehen bei sowas. Ich meine, sicher gibt es Ausnahmen, ich vermute mal Hasbro, wenn man da eine Spielidee verkauft, dann hat man die für seinen Lebtag, sieht man die vielleicht nicht mehr, aber weiß nicht, keine Kommt drauf Ahnung, an, wen du aber als Agentin hast. kommt drauf an, wer du Agent hast, aber das ist sozusagen die Regel, glaube ich. Ne? Also wenn eben der Also Verlag ja. irgendwann sagt, nee, wir wollen das jetzt nicht mehr haben, wir werden das nicht mehr weiter drucken oder verkaufen, dass dann diese Möglichkeit besteht, die, oder dass meistens die Rechte zurückgehen. Genau, ja. Also das würde ich auch empfehlen, dass man sich das so aushandelt. Genau, Genau. und dann hast Ja, du also die gesagt, Rechte du waren wieder musst bei ihm. was Ich habe sie draus nicht machen. bekommen, weil er hat gesagt, er fühlt sich eh geschmeichelt und so, aber er kann das selber, weil er kennt ja alle Leute. Ja, klar. So ist es auch. Er ist eben Grafiker, seit vielen Jahren in der Spielebranche tätig, ist mit allen deutschen Verlagsmenschen per Du und so. Natürlich. Aber ich habe nicht aufgegeben. Und das nächste Mal, dass ich ihn getroffen habe, habe ich wieder gefragt. Das war nämlich noch immer nicht neu veröffentlicht. Und dann war es immer noch so, naja, da gibt es Interessenten und so weiter und so fort. Eine lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann kam er dann nach Wien zu Besuch, zum österreichischen Spielefest, glaube ich, war das. Und wir haben uns im Boden Spiele getroffen. Und dort beim donnerstäglichen Bingo-Spiel, das es dann jede Woche gibt, hat er einen Drink gewonnen. Und er trinkt normalerweise nicht. Und dann hat er dort einen White Russian getrunken. Und wie der fast leer war, hat er gesagt, weißt du was, okay, kannst du es haben. Das sieht man, Alkohol ist nicht nur schädlich. Ja, genau. Und ja, das war für mich ganz großartig, habe mich sehr gefreut. Und das Spiel gibt es jetzt ja mittlerweile wieder auf Deutsch beim Moses Verlag als Tetrix jetzt. Tetris, genau, da habe ich es quasi auch angefragt. Also Moses, Genau. bitte, ich hoffe, ich freue mich, wenn es kommt und dann spiele ich es mit meinen Kindern und dann stelle ich es vielleicht hier sogar auch nochmal vor, Ja, wenn why not? Also es uns gut ich spiele es auch gefällt. immer Aber noch gern, ja. spiele es ganz gern mit meiner Mama auch zum Beispiel. Und Ja. es gibt auch in Korea, ist es auch erhältlich, als Ja, Mosaics witzig. heißt das. Hier hinten sieht man da noch Ah Mosaics, ja. genauso, wie es der Christoph auch designt hat. Also muss man dem Christoph auch dazu sagen, er hat wirklich auch dieses Ursprungsdesign, also das von Schmidt-Spieler war auch wirklich von ihm selber dann. Und wir sind gerade in Verhandlungen mit amerikanischen Verlagen und wollen das auch noch weiter promoten. Und warum hat's denn quasi, hast du es dann quasi geschafft, dass es wieder aufgelegt wird und er nicht? Einfach weil er sozusagen da zu lax rangegangen ist? Oder woran lag's? Das ist eine gute Frage. Ich habe, glaube ich, also man muss sagen, ich finde, viel ist, ich sage auch immer wieder Spieleautoren, viel ist auch Glück und viel ist Intuition und viel ist es, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Und dadurch, dass sich bei uns halt einfach eben so viel Information trifft, fällt es mir vielleicht auch leichter zu sagen, okay, ich weiß gerade genau die drei Verlage, die gerade sowas suchen. Und wenn ich Ihnen das ein halbes Jahr später vorgestellt hätte, hätten Sie vielleicht schon was Passendes gehabt und vielleicht das andere genommen. Oder was auch immer, dass Sie ändern Ihre Verlagsprogrammausrichtung, was auch immer. Ja. Und ich glaube, ich habe da halt einfach sehr gezielt ja, auch geplant, wer macht das gut, wer sucht gerade auch sowas, ja, wer kann das schön umsetzen. Ja, sehr schön. Ja, ich habe Ja. tatsächlich ja auch noch ein Spiel, ist mir einfach zufällig, nämlich hier ganz aktuell. Deswegen habe ich das Ja. eben auch noch mal mir gedacht, dass wir auch noch mal drüber reden. Nämlich hier Cloudage, haben wir ganz aktuell auf dem Kanal erst vorgestellt. Und ja, da hinten seid ihr auch mit drauf. Hier, White Castle. Da habe ich doch gerade gesagt, okay, jetzt kannst du mir auch noch mal erzählen, was ihr da gemacht habt. Hier, Ja, kenne ich. War ich ne? auch da irgendwo, warte, da ist. Ja, stimmt, da ist auch, genau. Ich meine, da ist natürlich der Arno, der Alexander Pfister sind natürlich auch beides Österreicher, klar. Die sind sicherlich bei euch um die Ecke, kennt ihr sicher gut, aber wie kam es denn dazu? Ja, das ist auch wieder eine von den längeren Geschichten. Der Arno, ja, habe ich eben erwähnt, ist einfach wirklich schon seit ein Urgestein sozusagen auch das Autorenstammtisch und auch trägt auch viel bei dazu, dass der auch weiter gut funktioniert.
Und der Alex, der hat tatsächlich seine ersten Spiele über White Castle veröffentlicht. Also das Sehr erste war noch mit dem Ronald als Verlagsleiter. schön. Übrigens ein Freibeuter der Karibik hieß das Spiel. Wer Mhm. hätte das gedacht? Dieses Thema Ja. lässt den Alex nicht los. Ja. Genau, und der Alex war auch immer viel und sehr engagiert bei uns am Stammtisch über viele, viele Jahre. Und das eine oder andere ist dadurch auch veröffentlicht worden, aber am Stammtisch fokussieren wir schon auf, ich sage jetzt mal, Kinderfamilien, also Ja. Familienspiele halt hauptsächlich, Partyspiele, Sachen, die man in einer Dreiviertelstunde bis Stunde gespielt hat. Also ihr macht eben nicht, jetzt, das ist eben nicht euer Hauptgeschäft, diese großen Strategiekracher, die natürlich auch eine kleinere Auflage haben und ein bisschen spezieller sind, ist jetzt eher nicht so Genau, euer ja. Geschäft, ja. Genau. Und da muss man eh auch dem Alex mal zugute halten. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gemacht habe auf diesem Wege. Danke, Alex. Der Alex kam trotzdem über viele, viele Jahre und hat auch immer wieder mal ein komplexeres Spiel dabei gehabt und hat dann halt einfach auch so ein bisschen gewartet, weil es sich dann so etabliert hatte. Okay, wir spielen zuerst die schnellen Spiele runter. Und zum Schluss, wer dann noch Lust hat, irgendwie so um Mitternacht, dann machen wir noch so ein großes Spiel oder zwei. Und das hat er echt viele, viele Jahre lang ausgehalten, sozusagen, das auch mit uns dort zu spielen. Und es kam dann bei diesen Spielen selten was raus, sagen wir mal. Ja. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht unsere Hauptexpertise. Wir konzentrieren uns auf andere Genres. Auch wenn ich es privat sehr gern spiele. Aber das, nur weil ich privat etwas sehr gern spiele, heißt es das nicht, dass ich das beruflich auch gleich eins zu eins in die gleiche Expertise umwandeln kann. Ne. Und auf jeden Fall dieses Spiel. War ursprünglich hieß das Phantominsel. Nein, ursprünglich war es ein Archäologenspiel, das sich der Alex und der Arno beim Würstelstand ausgedacht haben. Da ging es um Karten, die sich überlappen, damit Information verdeckt ist. Und aus dem entstand dann immer mehr, und es wurde dann so ein Piratenfreibeuter, was auch immer, Spiel. Das lief alles noch bei uns über den Stammtisch. Also das ist auch dort getestet worden und so weiter. Auch in unseren Testgruppen haben wir es mitgenommen, dort Feedback gegeben. Bis dann der Tino Jokic, der den Verlag Nanox Games gegründet hat, für dieses Spiel damals gesagt hat, okay, wisst ihr was, es ist mein Lebenstraum, einen Spieleverlag zu gründen und ich möchte das mit diesem Spiel tun. Würdet ihr mir Verstehe. das geben, sozusagen? Und das hat er sich mit dem Alex eigentlich schon ausgemacht. Und wir hatten auch keinen Vertrag mit dem Alex. Also er hätte rein rechtlich gesehen, hätte er auch sagen können, White Castle hat er jetzt eigentlich nichts mehr damit zu tun. Aber eben, es hat halt eine lange Vorgeschichte und wir waren dann jetzt auch zum Schluss noch involviert in Tests und so weiter und so fort. Und arbeiten jetzt gerade auch gemeinsam an der Überarbeitung der Anleitung für die zweite Auflage. Sehr gut. Und genau. Also das ist eben so ein bisschen eine Ausnahme, dass wir auch mal was Komplexeres mitbetreut haben. Ja, aber auf jeden Fall ein schönes Spiel geworden, ne? Also auch als Erstlingswerk für den Verlag ist es auf jeden Fall ein tolles Ding. Hat mir sehr Mag ich gut auch sehr gefallen. gern. Ja, ich meine, das ist aber auch, bringt uns vielleicht auch nochmal zu einem Punkt, den wir jetzt noch so bislang noch nicht so konkret benannt haben, weil ich glaube, viele, die jetzt wirklich vielleicht selber damit spielen, sowas zu machen oder mal sich ausprobieren oder es vielleicht sogar jetzt schon gerade tun, die fragen sich natürlich sicherlich, okay, hört sich alles toll an und ihr habt da die Expertise und so, aber das Ganze ist natürlich auch, klar, kostet natürlich auch was, beziehungsweise ihr müsst ja auch Geld verdienen. Ich meine, wie ist denn diese, kannst du dazu was grob sagen? Wie läuft so eine Zusammenarbeit dann ab, wenn sie dann zustande kommt? Also wir bieten den Autoren dann einen Vertrag an, einen Lizenzvertrag über das Spiel, sodass wir die exklusiven Nutzungsrechte daran bekommen. Wenn man jetzt von diesen 85 € Bearbeitungsgebühr für eine Ersteinsendung absieht, ist das mit keinen Kosten verbunden. Wir sind eine rein erfolgsbasierte Agentur. Das heißt, im Fall, dass wir es schaffen, das Spiel zu vermitteln und einen Vertrag eben abzuschließen bei einem Verlag, schneiden wir Prozente mit von den Autoren-Royalties, also von den Lizenzen, die an die Autoren gehen würden. Weil quasi, das ist ja auch der Standard, glaube ich, in der Branche. Also wenn man jetzt Spieleautor ist, also unabhängig von euch, man bekommt eigentlich
Bekommt man nur eine Royalty bei einem Spiel? Meistens. Ne? Man bekommt, glaube ich, nur bei Auftragsarbeiten auch feste Honorare fürs Entwickeln, sondern sonst arbeitet man hauptsächlich mit Royalties, also mit quasi Anteilen am Erlös von so einem Spiel. Oder wie Es ist ist es? das Übliche, ja. Ja, genau. Genau. Das heißt also, pro verkauftem Spiel gibt es dann irgendwie Summe X für den Autor. Und ihr kriegt dann wiederum einen Anteil von diesem Autoranteil. Genau. Im Prinzip ganz ähnlich wie bei einer Filmagentur oder einer Schauspielagentur ja auch. Ja. Genau, ja. Also es gibt, also die Agenturen, die ich kenne, arbeiten fast alle so, also in der Spielebranche jetzt. Es gibt ein paar, die Vorabzahlungen verlangen. Die bieten dann meistens aber auch eine Vorproduktion an. Ah ja, okay. Sagen, also wir lassen einen Prototyp in China vorproduzieren oder so. Das ist halt noch einmal ein bisschen anderer Zugang, sage ich mal dazu. Ja, also und die Prozente bei uns sind, die sind zwischen 20 und 40% angesiedelt. Autoren, mit denen wir noch nicht zusammengearbeitet haben, sind es 40%. Oder für Spiele, wo wir sehr viel Arbeit selber reinstecken müssen, 30% zum Beispiel für alle Autoren, die sich bei uns am Stammtisch auch engagieren, und 20% für Spiele, die schon mal verlegt waren, wo wir auch Ja. keine besondere Überarbeitung machen müssen oder so. Oder wir haben auch manchmal Spiele, die gerade verlegt sind, zum Beispiel in den USA. Aber wo die Autorin oder auch der Verlag, der konkrete kein Interesse hat, das weiter zu lizenzieren. Und Ja. dann vermitteln wir es halt weiter an, was weiß ich, Russland, Asien, Europa, zum Beispiel sowas auch. Ich meine, und ein Teil eurer Dienstleistung ist ja auch, das ist ja genau das Gleiche eben auch wie im Filmgeschäft, was ja viele auch unterschätzen, wenn man jetzt ein neuer Autor ist, man hat ja auch keine Ahnung, also was auch ein vernünftiger Vertrag mit einem Verlag ist. Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass die Verlage jetzt die neuen Autoren reihenweise übers Ohr hauen wollen, aber man hat natürlich auch, wenn man jetzt euch an der Seite hat, könnt ihr natürlich auch klar sagen, okay, also das ist ein branchenüblicher Vertrag, so und so Genau. viel Genau. Prozent, die kriegt man halt auch und jetzt auch nicht mehr oder auch nicht weniger. Und natürlich nehmt ihr auch die ganze Vertragsgestaltung den Autoren ab, nehme ich mal an. Genau, ja, Aber genau. ich weiß nicht, Also es ist so dass die Verlage die Verträge letztlich aufsetzen oder ihr nur sagt, das ist in Ordnung oder das ändern wir jetzt oder wie läuft es ab? unterschiedlich. Also grundsätzlich, es gibt ja auch die SAZ, die Spieleautorenzunft, die viel macht, um Autoren Einblick zu gewähren, was Standards sind. Das finde ich auch super. Bei uns ist es halt auch nochmal, dass wir halt auch bei vielen Verlagen ganz konkret wissen, was geht halt bei dem Verlag nicht. Oder dass wir auch einfach eine Kommunikationsbasis auf Augenhöhe haben, zu sagen, unter diesen Bedingungen kann ich dir das Spiel nicht geben, ohne dass jetzt der Verlag eingeschnappt ist oder dass es unprofessionell wirkt oder was auch immer. Also, das ist auch einfach so ein bisschen Vorgeschichte in einem guten Sinn da. Und es ist unterschiedlich. Also viele Verlage haben ja einen Standardvertrag, den sie natürlich am liebsten verwenden wollen. Wir haben auch einen Standardvertrag, mitunter auch bei kleineren, bei neuen Verlagen oder bei welchen, die noch keine Verträge auf Englisch zum Beispiel haben. Das hatten wir auch schon. Die nehmen dann auch mal gerne unseren. Und im Detail kann man sich immer Dinge aushandeln. Ja, auch wenn ein Standardvertrag ist, das ist so ein bisschen ein, ja, wie soll ich sagen, auch was, ein bisschen Diplomatie ist da auch immer dabei, und vielleicht ein bisschen Basar. Aber ja, will jeder, also das ist ja auch der Auftrag des Menschen, der den Vertrag aufsetzt, ist, das Bestmögliche für seine Firma rauszuholen. Ja? Und das verstehe ich auch von Verlagsseite. Der will natürlich bestmögliche Konditionen für sich, für dieses Spiel haben. Und auf der anderen Seite steht halt der Autor, die Autorin, die bestmöglichen Konditionen für sich hat. Und dann ist das halt in irgendeiner Form ein Kompromiss. Und eben, wenn man halt gewisse Bandbreiten kennt und weiß, was üblich ist und auch was man kriegt, ne? Also wenn jetzt der Verlag auch das Vertrauen hat, dass das von uns als Agentur kommt, auch noch im Nachhinein mitbetreut wird, auch bei der finalen Redaktion nochmal Inputs von uns kommen, dann ist man vielleicht auch gewillt, das eine oder andere Prozent mehr zu zahlen. Ja. Genau. Und bei den, also ich glaube, bei amerikanischen Verträgen gerade ist es halt auch ganz angenehm, wenn man das als
kleiner Autor in Anführungszeichen, Naja, sich damit nicht auseinandersetzen nicht muss, selber ist das machen jetzt richtig muss. oder falsch? Oder man weiß ja auch oft, wenn man jetzt zum ersten Mal einen Vertrag liest, hat man ja keine Ahnung, ist das jetzt normal? Gehört es da rein oder nicht? Ja, und solche Sachen. Ich sag mal, wir haben jetzt schon lange geredet. Ich glaube, wir haben auch Ja. wirklich die meisten Punkte auch schon gut bearbeitet. Vielleicht als Abschluss noch, ich meine, ihr seid jetzt natürlich eine österreichische Agentur. Das vielleicht noch als letztes. Ich meine, es ist ja nicht die Regel jetzt unbedingt über eine Agentur zu gehen im Brettspielbereich. Das kann man machen. Was ja auch selber gesagt, so bei den komplexen Spielen, das macht ihr tendenziell eher gar nicht. Es ist ja durchaus, also ich weiß nicht, kannst du das irgendwie so beziffern, auch jetzt, wie die Situation so in Deutschland ist, wie viel Prozent der Spiele werden über Agenturen gemacht? Also mein Bauchgefühl wäre eher so, dass es eher so, also deutlich weniger als die Hälfte ist, die über Agenturen laufen. Aber ja, genau, kannst du dazu noch was sagen? Ich meine, wie gesagt, man kann es über eine Agentur machen, muss man natürlich nicht, aber ja, ist halt die Frage. Man kann es auf jeden Fall probieren, ja. Ja, also interessante Frage. Kann ich dir wirklich Na. keine Aber es gibt auf jeden Fall fundierte Zahl Suchen der sagen? Also Agenturen, viel ja? weniger als die Hälfte. Ja, Also würde ich auch entschieden sagen, weniger als die Hälfte. ja. Ich meine, es nimmt schon zu. Es gibt auch mehr Agenturen als noch, wie ich angefangen habe. Ja. Also, wie ich eingestiegen bin. Das ist auch, ich meine, die ich von Anfang an gekannt habe, war das Projekt Spiel von Christian Beiersdorf, der auch in der SAZ engagiert ist, aber der hat sich mittlerweile da zurückgezogen aus dem Agenturgeschäft. Dann gibt es in Deutschland auch noch die Claudia Geiger-Müller, die mit Mühlenkind die Vorwahl für Ravensburger macht und aber auch viel redaktionelle Arbeit für die Pegasus Kinderspiele. Ich kenne viele, also das Thema Agentur ist im englischen Sprachraum zum Beispiel viel weiter verbreitet als bei uns. Okay. Sowohl, glaube ich, in anderen Kulturbranchen als auch beim Brettspiel. Dort ist man das eher gewohnt, dass die Firmen vielleicht größer und deswegen unzugänglicher sind, als wir es hier von unserer Brettspielbranche gewohnt sind. Deswegen ist es dort, also da, ich habe noch nie große Skepsis von Autoren aus dem amerikanischen Raum gespürt. Bei deutschen Autorinnen merke ich das schon oft. Aber also es muss sich auch niemand gezwungen fühlen. Ne? Es ist ein Angebot, das kann man auch punktuell nutzen. Ich glaube, das ist halt ein großer Vorteil, dass man auch sagen kann, bei diesem Spiel habe ich genau den Plan, was ich damit mache. Da brauche ich die Agentur nicht. Aber ich habe dieses andere Spiel, da fehlen mir die Ideen, wer das machen könnte, geht das überhaupt, will das überhaupt wer oder so, ja, und da ist Unterstützung vielleicht hilfreich. Dann kann man das halt auch mal so machen. Es ist, genau, also wie gesagt, Zugang zu ein bisschen vielleicht ungewöhnlicheren Verlagen, sei es die großen amerikanischen, wie Hasbro, Mattel, Spin Master, mit denen wir halt sehr gut vernetzt sind, oder asiatische Verlage, die vielleicht nicht auf so vielen Messen zugegen sind, wobei eh auch schon alle immer zusammenkommen. Aber wo man sich vielleicht auch ein bisschen schwerer tut, einzuschätzen, was dort funktioniert und was nicht. Genau, also wir können Spiele auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch bearbeiten. Das ist auch nochmal ein Vorteil, dass man halt da irgendwie Kommunikationsschwierigkeiten ein bisschen ausgleichen können. Ja, cool. Ja, und ich glaube, jede Agentur funktioniert sicher ein bisschen anders, hat ein bisschen woanders den Fokus, würde ich mal sagen. Aber ich hoffe, dass diese Sendung jetzt auch dazu beigetragen hat. Danke nochmal für die Einladung, Ja, ein bisschen klar. aufzuklären, was da Ich habe dahinter auch was steckt. gelernt. Ja, genau. Ich habe sie nicht gegründet. Genau, das habe ich. Genau. Und ja, also es gibt sicher Projekte, auf die ich die zurückschauen, zusammenarbeiten, wo Fehler passiert sind, wo was falsch gelaufen ist. Ich glaube, das gibt es immer. Das gibt es immer, das ist ganz klar. Aber unser Nein, ich Ziel ist finde halt, Sachen offen zu kommunizieren, das toll. und es kann uns auch jeder was fragen oder wenn jemandem was eigenartig vorkommt. Aber ich glaube, wir versuchen so transparent wie möglich das halt zu sein Ich und glaube halt halt geile einfach, Spiele zu machen. genau, ich glaube halt einfach, ihr seid vor allem ein guter Anlaufpunkt, also abgesehen auch zum Beispiel auch von der SAZ natürlich, die Spielautoren, also quasi der Verband der Autoren, die man natürlich auch immer fragen kann, wenn man jetzt neu einsteigt in die ganze Thematik. Aber euch kann man auf jeden Fall auch ansprechen, wenn man Spieleideen hat oder man geht direkt zum Verlag. Genau, ich würde auch sagen, wir kommen zum Ende. Ich glaube, wir haben wirklich toll viel über das Thema Agenturen gesprochen. Ich
das soll auf jeden Fall auch nicht das letzte Video sein, wo wir so Branchenthemen behandeln. Ihr dürft gerne in die Kommentare auch schreiben, welche Themen euch da auch im Speziellen noch interessieren. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir können mal noch mal ein Thema machen, ein Video, wo wir wirklich mal das Thema jetzt Autoren, Brettspielautoren an sich mehr behandeln. Also was auch machen anhand von Beispielen? Ja, gerne, ja, gerne ein Beispiel. Ja. Was machen Autoren? Also, wie sieht eigentlich so das Leben eines Autors aus? Oder wie kann es aussehen? Da gibt es nämlich auch große Unterschiede. Es gibt natürlich Leute, die machen es Vollzeit, manche machen es nur Teilzeit. Und natürlich auch eben, das haben wir in diesem Video jetzt nur angerissen, diese ganzen Sachen. Was passiert eigentlich in Essen? Was macht ihr in Essen mit den Autoren genau? Was macht ein Autor in Göttingen? Und da gibt es ja noch viele andere Sachen, die ein Autor so macht, ja. Und wo wir Spieler nicht direkt was mitkriegen. Aber das ist zum Beispiel ein Thema, was ich definitiv mal mit dir so bereden möchte. Aber ja, das soll es für heute so gewesen sein. Wenn ihr euch für White Castle interessiert, klar, ihr habt eine Homepage, da kann man euch kontaktieren. Ansonsten kann man sicherlich darüber auch Termine mit euch machen, entweder bei euch in Wien oder dann, wenn Essen wieder stattfindet, in Essen oder in Göttingen. Und genau, wenn ihr einen Prototypen zu besprechen habt, dann genau, die Mail an uns könnt ihr euch leider sparen. Es tut mir leid, aber wir machen keine Prototypen. Aber gegen eine Gebühr und dann sehr mit viel Sachverstand kriegt ihr von White Castle eine Prototypenbeurteilung. Das ist auf jeden Fall sein Geld wert, würde ich sagen. Genau, in dem Sinn sage ich vielen Dank, Anita, für dieses Video zum Thema Brettspielagenturen. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder zum nächsten Video. Dann vielleicht auch mal wieder nochmal über einen Preis oder wir gucken mal, was ihr so schreibt in den Kommentaren. Und dann sage ich bis dahin noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao.